Hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute soll's mal, oder heute möchte ich einfach mal so, ja, drei Learnings mit dir teilen, die ich diese Woche hatte. Das sind jetzt keine neuen Learnings in dem Sinn für mich, sondern es war einfach eher wieder so, so Dinge, die einfach diese Woche passiert sind, entweder bei mir oder bei meinen Kunden und über die ich halt diese Woche intensiver nachgedacht habe. Und meine Erkenntnisse daraus, die würde ich jetzt gerne einfach mit dir teilen und deswegen legen wir auch gleich los. Das erste war, ja, ich bin über den Satz gestolpert, scheiß drauf, was andere sagen, ja, mach dein eigenes Ding. Und hier ist einfach so, wenn ich jetzt hier runterschaue, das ist einfach deswegen, weil ich mir ja jeden Tag so notiere, was ist heute passiert und damit ich eben halt nichts vergesse, ja, schaue ich als manchmal hier drauf. Jeder Mensch hat einfach so sein, ja, sein Umfeld, ja, in dem er ja quasi zu Hause ist, wo er Freunde, Familie hat, Mitarbeiter, Kollegen, wie auch immer. Und wenn du jetzt halt für dich eine großartige Idee hast oder dich entschließt, ja, etwas anderes zu machen, dann ragst du quasi ja aus deinem Umfeld raus, ja, und ja, das ist manchmal einfach so, du bringst dann quasi Menschen in deinem Umfeld oder die mit dir zusammen ja arbeiten, bringst du dann so ein bisschen an ihre eigene Grenzen, ja, ob das jetzt im Sportverein ist, wo du vielleicht ja eine besondere Position hast, oder ja, ob du jetzt auf der Arbeit sensationellen Erfolg oder so erzielst, wie auch immer, ja, das kann verschiedene Formen haben, das Ganze, dann ragst du so ein bisschen aus der Masse heraus und bringst dadurch, ohne dass du dir jetzt irgendjemandem was Böses willst oder irgendwas Negatives machst, ja, bringst du halt einfach die Menschen dann dementsprechend an ihre Grenzen. Und das führt halt dann damit dazu einfach, dass ja, manche Menschen damit einfach nicht so gut umgehen können. Und ja, und jetzt ist einfach die Frage, okay, wie kann man da darauf reagieren? Also es ist jetzt ja nichts Schlechtes, dass die Situation so ist, wie sie ist, sondern man muss für sich halt einfach so ein bisschen auch manchmal die Hintergründe kennen. Und wenn ich weiß, dass ich jetzt momentan vielleicht gerade mein Umfeld so an seine Grenzen bringe, dann kann ich eben auch verändert ja, mit der Situation umgehen und eben halt anders drauf reagieren. Und das Beste, was du in so einem Fall einfach machen kannst, ist einfach zu akzeptieren, dass die Situation halt gerade so ist, wie sie ist, aber dass, wenn es sich für dich richtig anfühlt, was du vorhast, dass du einfach ja für dich entscheidest, okay, diesen Weg trotzdem konsequent weiterzugehen, egal was andere Menschen dann darüber sagen. Ja, da geht es nicht darum, dass man dann mit den Menschen böse ist oder ja, sich persönlich angegriffen fühlt, sondern manchmal ist es einfach nur die Situation, ja, die zu gewissen Aussagen oder zu gewissen ja, Aktivitäten dementsprechend führt. Und da kannst du halt für dich dann dementsprechend ja anders damit umgehen. Und mir hilft einfach schon immer die Tatsache, dass ich mir einfach dieses Szenario so bewusst mache und kann dann auch dementsprechend anders auf ja, andere Menschen reagieren, ja, indem ich vielleicht einen Schritt auf diese Menschen zumache oder ja, wie auch immer. Wie das dann im einzelnen Fall aussieht, das musst du dann für dich selbst entscheiden. Aber letzten Endes ist es so, es ist dein Leben, ja, du hast nur eins und deswegen musst du für dich daraus das Beste machen. Und man muss deswegen nicht rücksichtslos sein, aber du musst trotzdem deinen Weg gehen. Und es wird Menschen geben, die werden deinen Weg unterstützen. Und es wird eben Menschen geben, die gehen halt dann in eine andere Richtung. Und das muss man sich einfach bewusst sein. Und das eben so der Tipp jetzt hierzu. Was du kannst du tun, ja, wenn du vielleicht auf Kritik oder so stößt, ja, einfach akzeptieren und dann überlegen, wie du weitermachen möchtest. Okay. Der zweite Punkt war das Thema Gewohnheiten. Auch hier immer wieder so ein Thema, wo ich einfach für mich oft hinterfrage, sind die Gewohnheiten, die ich derzeit ja so bei mir installiert habe, sind die zielführend? Und Gewohnheiten sind einfach ja wichtig, weil sie dir ja so einen gewissen Rahmen vorgeben, ja, an dem du dich orientieren kannst, wo du einfach, weil es läuft, gewisse Dinge laufen einfach automatisiert, du musst mich nicht mehr lange überlegen und gerade in stressigen und turbulenten Zeiten ist es sinnvoll, wenn du ja, wenn du Gewohnheiten dementsprechend hast, die dich dann einfach ja
ja, ich sag mal, in eine gewohnte Richtung dann dementsprechend lenken. Du hast, wenn es möglich ist, sorg dafür, dass du einfach einen festen Tagesablauf hast, dass deine Mitarbeiter ja einen festen Tagesablauf haben, an dem sie sich ja so durch den Tag orientieren können. Sorg dafür, dass du ja feste Arbeitsläufe hast. So ist einfach sichergestellt, dass jeder weiß, was er zu tun hat, dass jeder weiß, wie er eine Aufgabe zu erledigen hat. Und das sorgt dafür, dass die Arbeit eben einfach halt besser, ja, und schneller erledigt wird, dass nicht mehr so viele Rückfragen sind, dass weniger Probleme auftreten. Und dementsprechend dann trägt das natürlich dazu bei, dass alle zufriedener und glücklicher sind und einfach, ja, einen besseren Job dementsprechend machen können. Der dritte Punkt, konzentriere dich auf den Aufbau deiner Community. Und hier ist es immer so, oder oft so, ja, diese Verallgemeinerung sehe ich mir nach. Also oft ist es so, dass ich den Eindruck habe, den Menschen gehen gewisse Dinge zu langsam. Ja? Man will immer den schnelleren Erfolg, ja, man will alle das Ergebnis noch schneller haben. Aber letzten Endes geht es darum, ja, wenn du einen schnellen Erfolg erzielst, ja, dann ist das gut und da dagegen ist auch nichts zu sagen. Nur, was ist die Basis von langfristigem Erfolg? Ich mache es an einem anderen Beispiel. Du kannst von heute auf morgen viel Geld verdienen, du kannst es aber auch schnell wieder verlieren. Du kannst von heute auf morgen viel Materielles dir aufbauen, kannst du schnell wieder verlieren. Du kannst Beziehungen aufbauen und wenn du es verkehrt machst, kannst du auch die Beziehungen schnell wieder verlieren. Wenn du aber, ich sag mal, deine Community aufbaust und zwar aufrichtig, ehrlich, ja, mit Menschen kommunizierst, ihre Fragen beantwortest, wenn du von Kunden Feedback bekommst und darauf antwortest, wenn du einfach einen guten Kundenservice leistest, ja, wenn du von Mensch zu Mensch auch arbeitest und dir ein Netzwerk aufbaust, dann ist dann dauert es vielleicht eine gewisse Zeit und es geht vielleicht auch nicht so schnell, wie jetzt irgendwo eine Werbeanzeige zu schalten und dann dementsprechend ein Produkt zu verkaufen, aber du hast Beziehungen, die sind fest, ja, du hast, also vorausgesetzt, du kommunizierst richtig mit deiner Community, du hast engere Bindungen und die großen Geschäfte, die werden in der Regel immer zwischen Menschen gemacht, ja, und wenn du ein großes Netzwerk hast, ja, dann kann dir das so schnell nichts, da kann so schnell nichts passieren, weil umso größer dein Netzwerk ist und umso intensiver und engere Beziehung du mit deinem Netzwerk hast, umso leichter ist auch Erfolg möglich, weil Menschen kaufen gern von Menschen, denen sie vertrauen, ja, mit denen, wo sie wissen, was sie bekommen, wo sie sich drauf verlassen können. Und deswegen sollte, also das einfach abschließend dazu, investiere einfach Zeit in den Aufbau deiner Community und nicht einfach, indem du irgendwelche Follower ansammelst, sondern indem du wirklich deine Community kennenlernst und eine Beziehung zu denen aufbaust. Am besten, ja, ist sogar dann, wenn du es schaffst, ja, den persönlichen Kontakt dementsprechend zu pflegen. Okay, bei aller Technologie ist es halt eben so, ja, Geschäfte werden von Menschen gemacht, also zwischen Menschen gemacht und das sollte uns eigentlich immer wieder bewusst sein, jeden Tag aufs Neue. Okay, das waren so jetzt meine drei Learnings diese Woche. Ich hoffe, es war ja was für dich dabei. Auch wenn es heute mal ein bisschen ein anderes Format war, hoffe ich, dass ich dir ja den ein oder anderen Tipp so mit auf den Weg geben konnte. Das waren einfach so Gedanken, die mich diese Woche bewegt haben. Und wenn du denkst, dass diese Gedanken für dein Netzwerk auch hilfreich sein können, dann würde ich mich einfach freuen, wenn du ja hier der Sache einen Daumen hoch gibst, mir deine Fragen in die Kommentare schreibst oder ja, mir dazu ein Feedback gibst, wenn du das Video oder diese Episode hier einfach ja mit deinem Netzwerk teilst. Man weiß nie, für wen ja das Ganze interessant ist. In diesem Sinne, wenn du weitere Informationen willst, abonniere auch einfach ja gern mein Newsletter. Den Link dazu findest du unterhalb des Videos, unter den Gratistipps. Und ja, in diesem Sinne danke ich dir wie immer für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir maximalen Erfolg. Alles, alles Gute. Dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.